25. Spieltag in der BBL. Die Crailsheimer nach zuletzt 5 Niederlagen in Serie empfangen die Göttinger, die ihrerseits 3 Spiele in Serie verloren haben. Wer also beendet seinen Negativlauf? Den besseren Start, den haben die Göttinger in dieses erste Viertel. Aber dann Leo Westermann mit all seiner Erfahrung, schwerer Wurf, einbeinig im nach hinten fallen, ein Hauch von Dirk Nowitzki in der Arena Hohenlohe. Elias Bajet, der wirklich gut in den letzten Wochen spielt, übernimmt die Childress-Minuten, übernimmt Verantwortung mit den wichtigen Punkten für Crailsheim. Die frühe Führung, 10 Zähler, Ende erstes Viertel, aber da ist doch noch Umoja Gibson und da ist natürlich auch David DeJulius. Der Schlusspunkt dieses ersten Viertels, 26-19, die Crailsheimer mit einer 7-Punkte-Führung nach den ersten 10 Minuten. Im zweiten Durchgang wird es ein bisschen holpriger. Olivier Foucault, der Trainer der Göttinger, muss nach 2 technischen Fouls direkt runter, zu sehr beschwert und damit ab in die Kabine. Die Crailsheimer mit knapp der Nase vorne und dann Keandre Cook taucht unterm Korb durch, ganz viel Spin obendrauf. 45-40 im zweiten Durchgang, das war das Ende und damit rein in die dritten 10 Minuten. Aber viel Scoring gibt es nicht. 10-8 gewinnt Göttingen dieses dritte Viertel und damit gleich rein ins vierte Viertel in den Schlussabschnitt. David DeJulius mit Žugić, lange nichts zu sehen, aber dann kommt der Schütze, die Mikrowelle von der Bank bei Göttingen. Und es wird immer knapper. Das ist Ensminger. Ensminger mit dem And-One kann die Führung vielleicht sogar erzielen von der Freiwurflinie. Aber den Bonus-Freiwurf macht er nicht rein. Im Nachgang dann direkt der Dreier von Ensminger. Und die erste Führung seit dem ersten Viertel für Ensminger. 6 Punkte und die Göttinger. Und das ist ganz, ganz wichtig. Viel Frust fällt ab, nachdem überhaupt nichts gelaufen ist bis hierhin für die Gäste. Aber Keandre Cook mit der Antwort, 66-66. Die Crailsheimer lassen sich nicht abschütteln. Sie zeigen Herz, sie zeigen Kampf und sie bleiben in dieser Partie. Die letzten 4,5 Minuten wieder Keandre Cook, der Topscorer in dieser Partie mit 24 Punkten und 11 Rebounds, das Double-Double. Die letzten 2 Minuten, Šilić mit dem Ballverlust, James Murray, Bowles mit Kontakt, macht ihn rein mit links. Und Crailsheim setzt sich wieder ein bisschen ab. Es gibt wieder Hoffnung. Wird es doch noch der 5. Saisonsieg für die Crailsheimer? Žugić wieder hoch abgelegt. In der Schlussphase ist er da. Aber Crailsheim hat weiter die Nase vorne. Leo Westermann auf James Murray. Bowles macht es wieder mit der linken Hand. Wieder mit Kontakt. Und das muss es doch endlich gewesen sein. Oder? Fragezeichen. Es ist so. Der 5. Saisonsieg für die Crailsheimer und damit ziehen sie gleich mit Heidelberg. Und nächste Woche gibt es das Duell im Keller, 17-18. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.